Morgens, hier ist er wieder, euer Dutchman. Ja, zweiter Teil des Rückblicks auf 2 Monate. Widmi, ein Monat warte ich hier auf die Verifizierung, aber naja. No? Weiter geht's also im Text. Auf Widmi, wie gesagt, Best of Love Island, mal so ein Versuch, sich spöttisch über ja, aktuelles Trash-TV herzumachen. Und ja, war einfach mal nicht erfolgreich. Ne? Klar, die erste Folge ist gut angekommen, aber dann ist das Interesse sehr schnell abgeebbt. Dabei waren die Videos, obwohl sie kurz waren, sehr kurz für meine Verhältnisse, ne? So mit 5 bis 10 Minuten rund, waren die halt sehr aufwendig. Da stecken so 8 bis 10 Stunden Arbeit in jedem Video. Das ist natürlich das Anschauen der Folgen von Love Island und dann viel halt das Bearbeiten, Zusammenstellen, die Animationen dazu machen, ne, wenn ich dann eben meine Kommentare dazu abgebe und so. Und ja, das lohnt sich ehrlich gesagt einfach nicht und macht auch keinen Spaß, ne, wenn dann halt ein Dutzend Leute im Endeffekt nur zugucken und wenn sich das Format eben, wie gesagt, einfach nicht entwickelt. Ja, wenn jetzt da die Aufrufzahlen mit zunehmender Folgenzahl gleich geblieben wären oder sogar gestiegen wären, dann hieße das ja, okay, das Format kommt richtig an. Ne? Aber das ist es halt nicht. Das ist schon in der zweiten Folge auf ein Drittel eingebrochen und jetzt gerade mal ein Sechstel. Der Aufrufzahlen der ersten Folge und na, da würde man auch eine Fernsehserie absetzen. Und bei dem Aufwand, wie gesagt, 8 bis 10 Stunden Arbeit, die Folge, die da drin stecken, war das also oder ist das einfach eine klare Entscheidung? Gut, das ist es nicht. Nächste Idee. Ne? Was auf Widmi recht gut ankam, war der Reupload vom Bücherboardwalk. Ne? Den gab es ja im Original oder in der Erstveröffentlichung schon auf YouTube und zwar 2015, also vor über 2 Jahren. Und dementsprechend ist er also quasi neuer Inhalt auf Vidme. Und ja, der kam da auch ganz gut an. Die Folgen auf YouTube hatten so 150 bis 200 Views. Die erste Folge 215 Views und dann ging das so ein bisschen runter, 163, 144, 120, dann nochmal 200 Views mit einem Abenteuer in Seefahrt. Ja, also das ging eigentlich recht konstant gut durch, der Bücherboardwalk auf YouTube und auf Vidme. Ja, ist es leider auch eingebrochen. Ne? Die ersten beiden Folgen hatten knapp 40 Views. Und auch recht gute Likes und Kommentare. Und die anderen Folgen, da waren es dann 13 Views mal 20 Views, 14 Views. Ja. Ja, Fazit auch daraus, im Prinzip gut gelaufen, auch auf Vidme, aber auf lange Sicht hat das halt nichts gebracht. Ne? Ich hatte halt gehofft, auf Vidme dann gerade so ein bisschen Kontakte und Aufmerksamkeit für oder bei Booktubern zu erreichen und auch überhaupt mal sehen, ob und wie das Format so ankommt. Aber es war halt auch, es ist nach den ersten Folgen, sind halt die Viewzahlen eingebrochen, ja, und oder zurückgegangen. Nicht eingebrochen, sondern zurückgegangen. Und dann ist dann klar, dass das eben auf Dauer nichts wird. No? Und deswegen, ja, no, war interessant, war auch soweit ganz gut gelaufen. Der Bücherboardwalk nochmal auf Widmi veröffentlicht und es war halt auf dem Kanal noch immer was los. Ne? Es kamen neue Videos, ist ja auch immer ganz wichtig. Von daher, no. Naja, aber jetzt ein spezielles Buchformat oder so zu machen, dafür waren mir die Reaktionen doch ein bisschen zu dünn. Ja, wenn, dann wäre es sinnvoller, halt auf YouTube einen Bücherkanal aufzumachen und dann wirklich gezielt Booktube zu machen, halt nur Bücherbesprechungen dann auf diesem einen Kanal zu machen. Und das ist so ein Ding, da komme ich dann später nochmal drauf zu sprechen, so ein
so ein rein Format, so eine reine Formatschiene zu fahren, das ist mir ehrlich gesagt nichts. Ne? Ihr kennt mich ja aus dem Let's Showplay Minecraft, was wir da alles für Themen drin hatten und besprochen haben und gemacht haben und so weiter. Und das ist aber, jetzt rede ich doch drüber, das ist aber auf YouTube oder generell im Internet ist das nicht zu machen. Du musst in diese Spartenschiene rein, machst auf einem Kanal ein Thema, ja, und alles andere, ja, bringt nichts. Ja, verwirrt die Leute nur, unnötig. No. Ein anderes Experiment, was auf Vidme gerade anläuft, sind, ja, ich nenne es mal erstmal Vlogs. Ja, wo ich mir also ein bisschen darüber erzähle, ja, gerade die ersten beiden Videos, was ich so einkaufe und wie ich mich bekoche. Und mal sehen, ob und wie es mit dem Thema weitergeht, weil ich mit meinem, na, ich sag mal, mit meinem Leben gerade so ein bisschen experimentiere. Nee, aber so ein bisschen da vielleicht auch mal darüber reden möchte, warum ich das so mache und wie ich da so experimentiere. Es geht so ein bisschen vielleicht Richtung Lifestyle, Lifehack. Mal gucken, ob und wie sich die Schiene da weiterentwickelt. Ich arbeite da natürlich erstmal mit einer sehr rudimentären Ausrüstung, indem ich einfach mein Tablet irgendwie in den Küchenschrank reinklemme und dann so von schräg oben auf die Arbeitsfläche gucke mit der Kamera. Mal schauen. Resonanz ist bisher auf Vidme nicht überragend. Der erste Teil hat auch gerade mal. Na doch, hat 50 Views erreicht. Mal sehen, wie es jetzt mit den folgenden Videos wird, ob da die Viewzahlen so anhalten oder ob das halt auch in den Keller geht. Ja. Ja. Auf der Hochebene hatten wir hier beim Erkunden gesehen, gab es jede Menge Lamas, die ich mir hier erstmal zusammengefangen habe. So laufen immer noch einige frei rum, beziehungsweise sind inzwischen dazu gespawnt. Und die Minecart-Strecke geht hier weiter über mehrere Stationen dann zu dieser Felsnadel dort. Ne? Und rechts, beziehungsweise jetzt in der Bildmitte, sehen wir halt den Weg, der um. Ah, ich habe ja die Monster eingeschaltet. Sehe ich gerade anhand der Spinne da. Ja, und der Weg geht also da weiter dann zum NPC-Dorf Nochen, ne, da habe ich mir auf dem Felsplateau auch nochmal ein Lama-Gehege angelegt. Also auch hier einfach, ja, recht einfach, einfache nur Stationen gebaut, ohne da jetzt großartig was dran zu machen. Ne. Viel Holz verbaut, weil ich das einfach aus den Minen raushole. Ne. Und ansonsten auch hier einfach nur zack, die Mindestausstattung drin. Gut, hier einen Zugang schon mal angelegt. Mal sehen, ob und wie ich das Plateau hier noch umgestalte. Erstmal mit ein bisschen Zombiefleisch düngen. Vielleicht wächst da dann doch mal hier was. Ja. Erfahrung können wir ja mitnehmen. Ja. Und den kleinen Ding bauen wir hier mal auch aus mit Stein, dass wir das so ein bisschen einebnen. Ja. Jo, hier müsste man eigentlich noch mit Cobblestone den Zugang richtig zubauen. Naja. Also auch hier einfach nur eine ganz normale, einfache, simple Schutzhütte, Stützpunkt, ganz einfach, ganz banal. Nichts großartig da architektonisch kreativ umgesetzt. Na, da hinten sehen wir den Pub, das Horse and Shoe. Mit der Minecart-Strecke, die zur Deep Sea Drill Station führt. Und hier haben wir halt noch eine einfache Zwischenstation auf dem Weg nach Spitzbergen. Ja, hier muss der Zugang noch gebaut werden. Ja, das wird sich dann auch entpuppen und entwickeln. Und hier haben wir halt die Bucht von Spitzbergen mit Ü. Ne?
Die wird also so das nächste Projekt, die hier auszubauen, unten einen Hafen reinzusetzen und hier oben halt die Bergspitzen umzugestalten, so ein bisschen wie der Günther von Leuchtturm, so die Ecke, ne? Da haben wir ja auch so eine Bucht, oder habe ich ja auch, auch so eine Bucht ausgebaut und das ist ja ganz reizvoll geworden und hier bietet sich das eigentlich einfach auch an, gerade weil diese Felsnadel hier natürlich auch von weitem sichtbar ist. Minecart-Station ist hier soweit ganz rudimentär schon angelegt, ne? Wie ich mir das dann oben aus, um und zubaue. Schauen wir mal, was mir da so einfällt. Was habe ich mir hier? Das ist nur Antrieb. Okay. Aber hier könnte zum Beispiel auch noch eine Zwischenstation eingesetzt werden, wenn dann diese Bergspitze hier auch noch weiter ausgestaltet wird. Ne? Und unten dann eben ja die Bucht zumachen und vielleicht in die Felswände rein. Unterkünfte und so weiter reinbauen. Mal sehen, was mir da noch so einfällt. Ja. So, machen wir uns mal hier raus. Und ich glaube, ich habe schon mehr als eine halbe Stunde. Ich werde also schneiden müssen, damit das Ganze auf Vidme hochgeladen werden kann. Naja, müssen wir durch. Das Vlog-Lifestyle-Thema, das wird, denke ich mal, dann auch auf YouTube laufen, ne? Lange nachdem es auf Vidme veröffentlicht wurde. Mal sehen, wie sich die Geschichte weiterentwickelt. Und ja, ansonsten habe ich ja drei Videos gemacht, die sich um Vidme drehen, nämlich einmal das drei Fehler, die YouTuber bei Vidme machen. Das habe ich sowohl bei Vidme als auch bei YouTube veröffentlicht. Und das ist auf Vidme richtig gut angekommen mit 114 Views, die es erreicht hat. Auf YouTube 107 Views. Ja. Ich habe das Video natürlich veröffentlicht zu einer Zeit, als das Thema bei YouTube Thema war. Ne? Mittlerweile ist das Thema Vidme bei YouTube ja wieder durch. Ne? Da geht es momentan schon wieder um ganz andere Dinge. Ne? Der Vidme-Hype, der ist bei YouTube einfach schon mal durch. Ne? Das Thema war auch zu erwarten, dass das also nicht allzu lange anhält. Ne? Ganz, ganz klar. Und von daher, ja, ich hatte Hoffnungen, klar, ne, dass dieses Thema oder dieses Video, drei Fehler, die YouTuber bei Vidme machen, dass das sich halt besser entwickelt und verbreitet auf YouTube, was aber nicht passiert ist. Ne. Das hat auf YouTube weniger Views als bei Vidme, beziehungsweise genauso viele Views. Und wenn man dran denkt, wie viele Leute bei YouTube aktiv sind und wie viele bei Vidme, dann sagt da schon einiges, ne? Denn die 100 Views bei Vidme, die sind eine ganz andere Hausnummer als die 100 Views bei YouTube. Ne? Ganz klar. Ein anderes Video, ebenfalls zum Thema Vidme, das wegen seiner Überlänge, knappe Stunde, die ich da geredet habe, nur auf YouTube hochgeladen wurde, war eben das Wieso Vidme. Also auch nur, ich sag mal, nur 86 Views erreicht. Obwohl es halt auch genau zu dem Zeitpunkt hochgeladen wurde, als Vidme bei YouTube Thema war, als halb YouTube über Vidme geredet hat. Und hier haben wir noch einen Höhleneingang schön, den man noch erkunden kann. Hier habe ich mehr Eisen liegen lassen. War ich brav beim Entdecken. So. Na, knuspern wir uns das hier mal gleich aus der Wand raus. So. Und ja, von daher hatte ich da eigentlich auch mit mehr Views gehofft, ne, dass ich also mal so ein bisschen auch aus dieser Ecke rauskomme. Ne, der eine oder andere erinnert sich ja vielleicht mal, als YouTube die Videoantworten abgeschafft hat. Habe ich ja auch ein Video dazu gemacht, was dann erfreulicherweise auch vom Commander Krieger
gesehen wurde und ich sag mal gepusht wurde, ne, dass Video keine Videoantworten mehr auf YouTube hat 6000 Views erreicht, aber leider auch keinen nachhaltigen Effekt auf meinen Kanal gehabt. Ne, die Leute sind von CK, vom Commander gekommen, haben das Video bei mir gesehen und sind dann auch wieder gegangen. Ja, von daher, also auch ein Push durch den Commander ist nicht mehr das, was er mal war. Ist aber auch soweit. Naja, okay. Und ein Video, was exklusiv auf Vidme erschienen ist, war, wie man einen Vidme-Kanal checkt. Ne? So als Anleitung für die vielen Leute, die halt von YouTube kommen und natürlich ihre YouTube-Mentalität, sage ich mal. Auch wir gehen mal ins Dorf Nochen, um da noch das Eisen in den Ofen zu schmeißen. Und die halt von YouTube halt auch ihre YouTube-Mentalität mitbringen. Ein Thema, das ich ja schon in drei Fehler, die YouTuber auf Vidme machen, angesprochen habe. Und da habe ich mal gezeigt, wie man halt einen Vidme-Kanal auscheckt, worauf es bei Vidme ankommt, worauf man achten sollte, wenn man sich einen Vidme-Kanal anguckt. Und natürlich auch, was wichtig ist, wenn man einen Vidme-Kanal selber betreiben will, auf Vidme selber aktiv sein will. Ne? Das kam auf Vidme auch recht gut an mit 73 Views. Denke ich mal, hat meinem Kanal bei Vidme auch recht gut geholfen, ja, da vorwärts zu kommen und bekannter zu werden. Aber ja, so auf Dauer, richtig was draus geworden. Ist da nicht. Aber schließen wir mal mit einem Lichtblick ab. Ja? Das Thema EEP, Eisenbahn Excel Professional. Oder professionell ist ja eine deutsche Software. Das ja, ist wie gesagt ein Lichtblick. Ja? Denn die erste Staffel mit EEP 8, ne, die ich als Zwischenspiel auf YouTube nur veröffentlicht habe, die ist ganz gut gelaufen, richtig gut gelaufen sogar. Da hat die erste Folge inzwischen über 750 Views. Und es ging dann natürlich auch runter, ist relativ schnell eingebrochen. Die zweite Folge etwas über 300 Views und die nächsten Folgen dann so 150 bis 200 Views. Also eigentlich soweit ganz zufriedenstellend, beziehungsweise richtig schöner Anfangserfolg. Und die zweite Staffel mit EEP 13, die jetzt nur auf Vidme läuft, ist auch ganz gut gestartet. Ja, die erste Folge 156 Views und dann ja natürlich auch eingebrochen. Die zweite Folge 90 und dann so zwischen 40, 60 Views pro Folge bis jetzt, ne, über 13 Folgen. Also das entwickelt sich ganz gut oder läuft ganz gut, sage ich mal. Entwickeln ist natürlich noch in die falsche Richtung, wenn die Viewzahlen nach unten gehen. Ja. Und EEP ist natürlich auch ein Thema, was auf YouTube besser laufen wird als auf Vidme. Denn es gibt bei YouTube eine ganze Reihe von Leuten, die schon im Thema EEP unterwegs sind. Ja. Sodass man da dann auch empfohlen wird. Also diese zweite Staffel mit EEP 13, die wird halt auch zeitversetzt, denke ich mal, auf YouTube veröffentlicht werden. Ob sie bei Vidme weiterläuft oder halt zuerst bei Vidme weiterläuft, weiß ich noch nicht. Ist noch so eine Sache, hängt halt davon ab, wie sich das mit Vidme entwickelt. Und da bin ich eben gerade enorm am Überlegen. Wie gesagt, Motivation ist in Sachen Vidme einfach erstmal im Keller. Das muss man so sagen, so was neue Formate ausprobieren angeht. Ideen und so Lust auf das eine oder andere habe ich da schon. Gerade Mathe wäre zum Beispiel nochmal so ein Thema, wo man auch was Längerfristiges macht. Oder Bücher oder naja, ja, oder halt auch das Mock-Thema zum Beispiel. Aber
wenn es bei Witmi einfach nicht klappt mit der Verifikation, macht das da auch keinen Sinn. Ja, und dann kann ich auch mit den Sachen wieder zurück auf YouTube gehen und dann eben nicht bei einem anderen Videoportal meine neuen Ideen ausprobieren, sondern einfach auf YouTube auf einem bei YouTube auf einem neuen Kanal. Ja, hier auch inzwischen entstanden ein schöner Beschwörerraum, ne, in Nochen. Ja, das soll's soweit erstmal gewesen sein. Ja, wie gesagt, also eigentlich schlechte Laune, was Whitney angeht. Ja, die neuen Ideen oder die Sachen, die ich so ausprobiert habe, so richtig gezündet hat davon keine, und eine Entwicklung in positive Richtung ist da auch nicht zu sehen. Das, ich sag mal, Ärgernis mit der Verifikation hat auch dazu geführt, dass ich einfach mal aus Protest oder ja, wie auch immer, angefangen habe, das Let's Play Flatout 2 auf Vidme wieder zu veröffentlichen oder neu zu veröffentlichen als Reupload. Ne? Das ist ja auf YouTube auch schon 2 Jahre her. Also von daher denke ich, kann man das machen. Das war aber zu einem guten Teil wirklich so eine Trotzreaktion. Ja, um einfach mal rauszukriegen, ob und was Vidme da will, weil ich natürlich auf Vidme rechts und links die Kanäle sehe, die zertifiziert werden. Und das sind halt zum großen Teil YouTuber, ja, die zu Vidme gewechselt sind und da ihre ganzen Sachen, alten Sachen, wieder veröffentlichen, reuploaden. Ja, und teilweise weniger Follower haben als ich, weniger Views haben als ich, weniger Upvotes, weniger Kommentarpunkte, also bei Whitney auch gar nicht aktiv sind, sondern da einfach nur ihren Scheiß hochladen, ne? Die Veröffentlichung planen und das dann einfach laufen lassen, aber die auf Whitney selber nicht aktiv sind, da keine Videos hochvoten, Upvoten geben und kommentieren und so weiter, außer vielleicht ihren eigenen Krempel. Und da bin ich bis jetzt auf Whitney doch ein bisschen anders noch unterwegs. Aber ich sag mal, wenn Whitney drauf steht, dass es Videos haben will, dann hauen wir die halt auf den Kanal hoch. Ne? Ich habe ja da keinen Mangel dran. Aber ich habe da echt einen dicken Hals momentan. Sachen Whitney und Verifikation. Ich hoffe mal, dass sich das klärt, und wir werden sehen, wie es dann in Zukunft weitergeht. Momentan, ja, stehe ich hier einfach mal im Regen. Und der einzige Lichtblick, wie gesagt, ist EEP. Na? Naja, gut. Das soll es soweit für heute gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und Zuhören bei meinem kleinen Klagelied hier. Und hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal dabei. Nicht nur im Let's Play Minecraft, sondern vielleicht auch noch in den anderen Videos. Und ansonsten bleibt mir treu, bleibt mir gewogen, empfehlt mich weiter. Adieu, mit Ö.